Ich bin Rebecca Harms, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament und als Fraktionsvorsitzende bin ich verantwortlich für alle Themen, die im Europäischen Parlament diskutiert werden. Ich habe einige Herzensanliegen, die habe ich mitgebracht in die Politik. Ich komme aus der Gegend von Gorleben und deswegen hat der Atomausstieg und die Energiewende, insgesamt Umweltpolitik, meine Arbeit immer sehr stark bestimmt. Aber aus der Anti-Atom-Bewegung bringe ich auch den Wunsch nach funktionierenden demokratischen Strukturen und nach möglichst viel freier Kommunikation mit. Und deshalb habe ich mich auch gerade in den letzten Jahren sehr stark in die Auseinandersetzung um Freiheit im Netz bemüht. Die Charta für digitale Rechte, diesen Aufruf We Promise, wir versprechen, diesen Aufruf, den unterstütze ich. Ich glaube, dass wir dank der mutigen Veröffentlichungen von Edward Snowden, dass wir da sehr viel dazugelernt haben über neue, notwendige Auseinandersetzungen um Freiheit und um Rechte. Das Internet, das viele ja für den Raum der neuen Freiheit gehalten haben, dieses Internet, das darf nicht zum Instrument für Überwachung und Gegenfreiheit werden. Und deswegen finde ich diese Charta richtig und ich werde alles dafür tun, dass Grundrechte, Bürgerrechte auch im Internetzeitalter ungebrochen gelten. Am 25. Mai wird das Europäische Parlament wiedergewählt und natürlich will ich gewählt werden, will ich, dass die Grünen gewählt werden. Aber ganz wichtig ist, damit die Europäische Union dieses große Projekt für Freiheit und Sicherheit nicht kaputt gemacht wird, überhaupt wählen zu gehen und diejenigen nicht zu wählen, die aus einer nationalistischen Motivation heraus Europa kaputt machen wollen.